Hallo und willkommen zu diesem Waldläufer-Tiergefährten-Guide hier auf gatenews.de. In diesem Video zeige ich euch, wo ihr die 5 neuen Tiergefährten des Waldläufers finden könnt, wobei sich in jedem Gebiet von Path of Fire ein Tiergefährte versteckt. Den Anfang macht die Kristalloase direkt oberhalb von Amnun bei den Pyramiden. Da findet ihr den Sandlöwen. Das ist dann der erste Tiergefährte, den ihr euch verdienen könnt. Ihr müsst einfach nur in seine Nähe laufen, könnt dann mit dem Tiergefährtenjunges interagieren und schon habt ihr es gezähmt und könnt es theoretisch im Kampf einsetzen. Den zweiten Tiergefährten findet ihr dann etwas nördlicher, im Wüstenhochland bei den Springern. Das heißt, hierfür wird schon mal Raptor Stufe 3 vorausgesetzt. Und dann heißt es einmal um den großen Felsen herum, wahlweise auf der Innen- oder auf der Außenbahn. Ich gehe jetzt vielleicht, ja, man hätte das so ein kleines Stück abkürzen können, sehe ich jetzt im Nachhinein. Da die Wege aber grundsätzlich schon sehr, sehr kurz sind, macht das nicht so viel aus. Wir finden die Iboga, die befindet sich hier auf dem Felsvorsprung. Einfach einmal schnell rüberhüpfen und im Vorbeigehen könnt ihr sie dann zähmen und versucht dann möglichst auf dieser Plattform nicht zu sterben. Den dritten Tiergefährten könnt ihr euch dann in den Elon-Flusslanden sichern. Und zwar im Osten, da gibt es die versteckten Grotten und da in einer dieser Grotten befindet sich dann der Gepard. Das ist der dritte neue Tiergefährte. Ihr werdet, wenn euch das Ganze hier schon fast zu schnell geht, später auf GateNews, das verlinke ich dann auch in der Videobeschreibung, einen Guide finden, wo eine Karte mit dabei ist, wo ihr genau seht, okay, das ist der Punkt, an dem wir den Tiergefährten finden. Das war der ungefähre Laufweg dahin, wobei ihr den exakten Laufweg eben hier im Video euch anschauen könnt. Hier empfehle ich den Springer, da ihr sowieso für den vorherigen Tiergefährten den Springer quasi freigespielt habt, solltet ihr den jetzt tatsächlich auch schon besitzen. Ich glaube nicht, dass er zwingend notwendig ist. Ich habe aber auch noch keinen großen Weg drumherum gesucht, weil eben der Springer ja mich so nett angelächelt hat, als wir in diesem Felsvorsprung standen. Der Raptor wiederum sorgt dann für kürzere Wege und in dieser Höhle oder in dieser versteckten Grotte findet ihr dann eine kleine grüne Oase. Und da befindet sich dann unten beim Wasser der Gepard, den ihr zähmen könnt. Die Gazelle hingegen, die müsst ihr euch aus den eher ungemütlichen, ja, Ödnisregionen holen. Bei der Wegmarke Yokos Domäne, etwas oberhalb des Knochenpalastes, könnt ihr dann mit dem Springer hier an der Seite hochhüpfen. Dafür braucht ihr nämlich nur den Springer Stufe 1. Ihr könnt, glaube ich, direkt von der Wegmarke hochspringen. Da würdet ihr aber den Springer Stufe 2 benötigen. Hier können wir das wirklich Stufe 3, Entschuldigung. Hier können wir das Ganze Step by Step dann tatsächlich abhüpfen und kommen so auch bis nach ganz oben, ohne dass wir die Stufe 3 vom Springer benötigen. Hier müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. Da war ich zu übereifrig. Und da ist dann die junge Gazelle, die wir zähmen können. Fehlt zu guter Letzt das fünfte Tierchen. Und das fünfte Tierchen ist der Jacaranda. Den könnt ihr euch in, ja, logischerweise der Domäne Wabi, dem fünften übrig gebliebenen Gebiet, sichern bei der Nekropole. Auch da ist eine kleine Wegmarke, die ihr verwenden könnt. Dann hüpft ihr hier einfach ein paar Mal voran, müsst ein bisschen laufen. Braucht aber theoretisch kein einziges Reittier dafür. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr wollt, zu Fuß erreichen. Raptoren machen das halt unglaublich viel schneller. Sind, wenn man die Fertigkeit regelmäßig verwendet, auch das schnellste der Reittiere. Also sollte man das auf jeden Fall nutzen. Alternativ könnte man den Schakal einpacken. Der ist ja in seiner Basisbewegungsgeschwindigkeit recht fix unterwegs. Und ja, damit darf man sich so ein bisschen auseinandersetzen. Wenn man die Reittiere und das Spiel liebt, dann kommt man dazu.
Hier ist dann der Jacaranda. Mit F drücken zähmt ihr euch das Tierchen. Das war die Nummer 5. Alle deutlich einfacher als in Heart of Thorns. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht gehtnews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video.